Doors up. Wenn es zu ist, geht's los. Ja. Was ist das, ich meine? Ja. It's first. Ja. Was ist das? Okay, ich lauf. Du laufst auf. I'm fucking angry. Let's fucking do this. Das übliche Sonntagsritual. Das Sonntags-Burger King. Geil, da sind wir. Alles da. Jetzt hören die Leute nur noch Auto. Naja, so laut ist er nicht. Hi! Servus. Ah, du auch. Hi. Danke fürs Abholen. Gerne. Das ist heute unsere Jahres-Special-Episode. Yes. Wo wir recappen. Und Essenhorn. Ja, warum Essenhorn? Mich haben tatsächlich Leute gefragt, warum wir Big Boys sind, aber warum man uns noch nie beim Essen casten hat sehen. Okay. Und also warum wir Big Boys sind, ist recht klar. Weil wir essen gut und viel. Ja. Und ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen das auch. Außerdem wollen wir euch auf unsere Essensreise mitnehmen zu unserem deliziösen Stamm Burger King und eine Nachspeise holen wir uns dann auf irgendwo. Plus es ist ja so, dass wir die unterschiedlichsten Konzepte ja eh rechts geht. Ich will nicht sagen gestohlen, aber uns inspirieren haben lassen durch unterschiedliche Konzepte. Nein, blankly. Alles ist geil, ist geklaut. Aber besser geil klauen. Und auch dieses Konzept gibt's. Wir werden nicht Karaoke singen wie der James Corden. Ach so, nein. Ich hätte eher geglaubt. Jerry Seinfeld, oder? Ich hätte eher geglaubt, das ist eine Anlehnung an den Podcast von Be Real, wo sich die Leute einrauchen. Ja, aber die stehen. Nein, wir sitzen im Auto. Ja, aber sie stehen im Auto. Ach so, ja. Das Auto fährt nicht. Ja, deswegen machen wir beides. Wir fahren wohin, dann stellen wir uns hin und essen. Okay. Dann fahren wir weiter. Ja. Also es wird sich super geschmackig anhören. Ah, und wir holen auch unseren Intern ab, der uns immer so hart supportet. Der generell alle Leute supportet. Flo, das ist der Held. Ja. Und jetzt könnt ihr uns 2 Stunden zuschauen, wie wir einfach nur nichts reden und schauen. Na, okay, es ist Sonntag und vielleicht die Frage, warum macht es einen Plätzchen am Sonntag, wo man eigentlich, keine Ahnung, da lieber in die Kirchen gehen sollte und zur Oma fahren und mit der gemeinsam essen und einen gemütlichen Sonntag verbringen. Warum, ich will es nicht Arbeit nennen, aber warum tun wir das? Ja, warum tun wir das? Warum, Peter, warum tust du mehr Shit, als du tun musst? Eigentlich, warum stehst du in der Früh auf und sagst, ich gehe jetzt hackeln und wenn ich heimkomme, schneide ich Videos. Ja, und dann gehe ich noch einfach auf ein Konzert und dort mache ich Fotos. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, danke. Also die Motivation ist nicht irgendwie Geld oder so irgendwas, weil verlange ich nicht. Mhm. Und wenn, dann ist es eher für die Kosten zu decken. Mhm. Sei es denn Equipment oder halt eine kleine Entschädigung für meine Arbeit, aber halt jetzt doch schwer unter dem Markt. Nein, mir macht es einfach Spaß. Ich mag es, Leute zu unterstützen, vor allem bei Sachen, die ich selber vielleicht nicht so kann. Ja. Weiß nicht, mir hat es immer schon taugt, diese ganze Musikszene, und ich habe nicht die Disziplin, gehabt, mich hinzusetzen und das alles zu lernen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie kann ich diese Leute, die mir taugen, oder dieses Kunst etwas, was mir gefällt, wie kann ich das anders unterstützen? Aber du hast trotzdem extrem viel Disziplin, weil du ja trotzdem jeden Tag in der Früh aufstehst und nach deinem Dayjob, der auch massive ist in Wahrheit, dich dann trotzdem noch damit auseinandersetzt, woher du dein Zeug kriegst, wie du ein besserer Filmer und Videograf wirst. Ja, ja. Nein, aber das ist alles erst viel später gekommen, denke ich. Weil zu dem Zeitpunkt, was, Skill oder Disziplin? Disziplin. Ich glaube, dass du immer schon extrem viel Disziplin gehabt hast. Nein. Okay. Nein, also da, wo ich angefangen habe, Konzerte zu fotografieren, mit 15, 16, fucking long time ago. Ja, aber wann hast du begonnen zum Football spielen? Football spielen? Ja. 21. 20.
20? Achso, ja. Ich hätte glaubt noch früher. Nein. Ah. Ich war zwar schon vorher trainieren, aber ja. Halt aber Judo? Judo war ja, genau. Das ist mit 6 oder 7. Siehst du? Und wie lange hast du das gemacht? Wie lange hast du das gegeben? 16, circa. Ja. Das sind 10 Jahre. Ja. Das ist ein Manifest für Disziplin. Ne? Und dann hast du noch begonnen zum ja, aber gleichzeitig haben meine Eltern mir auch ein Keyboard geschenkt und das habe ich im Eck stehen lassen. Da habe ich die Disziplin nicht gehabt, um mich da hinzusetzen und das zu lernen. Ja, aber du kannst schwerlich alles machen, weil du musst nebenbei noch in die Schule gehen. Ja. Ja, okay. Und hast deine Chores und Sozialleben auch noch, vielleicht. Ja. Ja. Nein, aber stuff like trotzdem, that, es ist, wie gesagt, dann war es vielleicht halt nicht das Lack of Discipline, aber einfach Zeit. Oder ja, ich habe meine Fokus, Disziplin woanders. Gesagt, ja, genau. Okay, ja, der Fokus war Judo und Schule und Fotos machen. Ja. Und das für einen längeren Zeitraum. Fotos bis heute, weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Na und wie gesagt, der Grund ist dann einfach, das taugt mir, was da passiert. Ich will das irgendwie unterstützen. Das ist es. Ich bin auch gern überall dabei. Es geht mir also da nicht so sehr um. Du nimmst Leuten gerne unter Anführungszeichen und auch Arbeit ab. Würdest du sagen, dass du dich als mögliche Facilitator siehst, dass du eine Umgebung schaffst, in der Leute dann besser arbeiten können oder überhaupt ihr Werk besser verrichten können? Ich hoffe, weil das ist blöd gesagt mein tatsächlicher Job. Also mein Dayjob. Dein Dayjob, okay, ja, voll. Mhm. Also ich hoffe, dass ich das zumindest dort schaffe. Also, nein, aber ich meine jetzt auch in Bezug auf Szene-Musik. Richtig. Und so fort. Das ist schwer zu sagen, das müsste man andere Leute fragen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber natürlich können wir auch, aber es ist die Frage, wie du dich selber siehst. Ja, also ich denke schon, dass ich mit bestimmten Arbeitsabläufen Sachen einfacher mache für Leute. Ja. Also ich kann's definitiv bestätigen, okay, dass du das machst. Ja, dass du ein Framework erstellst, sei es jetzt, dass du mir in dem ganzen Mothership-Management-Sachen hilfst. Oder dass du siehst, okay, heute gibt es diese und diese Aufgaben. Ich übernehme das und das und das, weil dann braucht die Band das nicht machen. Ja. Und die können sich darum kümmern, ihre Musik zu machen. Und ich zahle was und baue was auf für sie. Klar, ja. So in Richtung, ja. Im Prinzip, das macht der Flo auch. Ja, er hilft immer einen Schlagzeuger aufbauen, hängt Backdrops auf, ja, bringt Wasser, legt die Setlist hin, sowas. Ja. Nein, ich habe jetzt eher gedacht, du meinst, das, was ich mache, in wie ich Fotos bearbeite oder ein Fotoshooting aufsetze, ob ich in der Hinsicht auch Leute unterstütze. Also ja, nicht nur so, ich mache das für euch, sondern dass da ein Ablauf da ist, der dann auch tatsächlich ein Zeitgewinn ist. Ja. Und nicht, dass jetzt passt, ich komme und drücke auf den Shutter-Knopf und das war's. Ich glaube, dass du das sogar schon davor beginnst und sagst, okay, eine Band, wir hätten gern diese und jene Stimmung in so und so einer Location und du fängst schon an, dass du eine Location suchst und dir die Logistik dazu überlegst, ja, dass die Band wirklich unter Anführungszeichen nur noch hinkommen braucht. Und idealerweise, ja. Es geht zwar nicht immer, aber das ist das Ziel. Okay, und was genau ist der Faktor, dass du das immer und immer wieder machst? Egal, ob es jetzt gelingt oder nicht oder ob das Zusammenarbeiten jetzt angenehm ist oder ob es da Schwierigkeiten gibt. Weil es ist easy, wenn du sagst, okay, gut, ich mache ein Shooting, ich weiß genau, was zum Tun ist, ich gehe hin, exekutierst es, machst es mit Leuten, die du schon kennst, alle sind happy, du lieferst ab, fertig. Klar. Ja, mission done. Was ist, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die du nicht abschätzen kannst in einer Umgebung, die du nicht ganz unter Kontrolle hast, mit Leuten, die vielleicht nicht kommunizieren können, die ein bisschen picky sind. Hm. Und du hast sowas und du hast es öfters und du machst es aber dann trotzdem wieder und wieder und wieder. Was ist? Da denke ich mir oft, okay, das war jetzt halt ein zahres Ding, ich habe aber genug positive Erfahrungen, dass ich vielleicht... Du ziehst wirklich Bilanz und sagst, okay, gut,
denke schon. Die Shitty-Shootings sind weniger. Ja. Aber da hast du auch trotzdem Learnings dadurch, durch Shitty-Shootings. Na sicher, man lernt, was man das nächste Mal besser machen kann. Mhm. Was dann vielleicht auch blöd ist für Leute, mit denen du schon sehr erfolgreich und cool zusammengearbeitet hast. Mhm. Zum Beispiel, jetzt werde ich Sachen nur mehr mit Vertrag machen. Also zumindest, dass auf Papier steht, das sind die Rahmenbedingungen aus. Ja. Meistens ist es nichts anderes wie eine Wiederholung von was eh schon diskutiert wurde. Aber okay. Und da unterschreiben beide Seiten drauf. Richtig. Wirklich ja. So pro. Ja, das ist etwas, das habe ich halt schon gelernt. Und ja, das ist vielleicht dann komisch für Leute, mit denen man schon gut zusammengearbeitet hat. Weil sie sich denken so, Alter, was ist jetzt? Aber es ist ja nicht... Ja, das kann weird sein. Aber schon, aber... Würdest du das mit uns auch machen? das ist, kommt drauf an, was es ist und ob es eine Deadline ist. Wenn es was Größeres ist, vermutlich schon. Weil es ist einfach so ein das und das ist passiert. Ja. Hätte man umgehen können, indem man einfach sagt, na, schau, auf Papier steht das, dass ich das so mit euch ausmache. Okay. Und in den meisten Fällen ist es ja kein Ding und wird das eh geklärt und ist es auch verständlich, aber einfach dieses, jetzt hast du es unterschrieben, du hast es tatsächlich zur Kenntnis genommen. Es ist einfach ein aktiveres zur Kenntnis nehmen. Stehe. Ja, das macht schon Sinn. Ja, aber generell, um zurückzukommen, warum auch nach negativen Erfahrungen man immer wieder weitermacht, ist eben, es hat genug positive Erfahrungen gegeben. An sich, die Arbeit macht mir Spaß. Mhm. Das mache ich ja gern. Mhm. Und man will auch irgendwie ein Ziel erreichen von Sachen, wo man inspiriert wurde oder was man gesehen hat im Internet. So, wow, das hat urcool ausgesehen. Kann ich das auch? Oder kann ich meinen eigenen Spin darauf geben? Wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendeinen coolen Konzertfotografen sieht, wo man sich dann denkt, hey, das ist wirklich leiwand, das werde ich beim nächsten Konzert werde ich das auch probieren. Ja. Und dann schaut man einfach, vielleicht wird es was anderes, vielleicht geht es voll in die Hose, vielleicht schafft man es. I don't know. Also das besteht schon auch immer so ein ich werde inspiriert. Und dann will man schauen, ob man das erreichen kann. Mhm. Und ich denke, da geht es aber eigentlich viele Künstler so im Underground oder kleineren Bereich, schätze ich einmal. Fuck. Sorry. Beep. Ja, die Shield Generators sind... Tricky. Nein, ich meine, das war die Zensur zum Fuck. Fuck. So, ich schau mal. Genau. Would I do this? Wo war ich? Du setzt dir ein Ziel. Ja, genau. Und also du setzt dir deine eigenen Challenges. Na voll. Und ich denke aber, das ist bei dir als Musiker oder als Fotograf wird das ja nichts anderes sein, dass du etwas siehst oder du hast eine Kombination aus Sachen, die du gesehen hast, wo du denkst, hey, das wäre wirklich cool, ich werde das jetzt einfach probieren, ob ich das kann. Mhm. Ob das jetzt ein Song ist oder ein Riff oder ein Foto, was auch immer. Ich denke, dass generell Inspiration, das ist, man sieht etwas und das lässt einen nicht los und dann will man, wenn man eben kreativ veranlagt ist, auch irgendwie schauen, ob man sowas kann oder eine eigene Interpretation davon machen. Okay, das ist aber Inspiration. Ja. Meine Frage war Motivation. Motivation? Aha. Im Übrigen, der Dude, der braucht noch kurz. Fahren wir noch eine kleine Runde? Okay. Just because. dafür sind wir da. Do it. Nein, wie gesagt, Motivation ist einfach wirklich nur, weil es mir Spaß macht. Spaß und Freude? Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich denke schon noch. Ich bin motiviert, weil ich inspiriert bin. Kann man das so sagen? Ist das... Boom! Gut. Na, aber ich denke dann einfach so, okay, das habe ich jetzt gesehen und fuck, kann ich das machen? Geht das? Schaffe ich das? Mit
bist motiviert, weil du inspiriert bist. Damn. Nee, ein super Beispiel ist für mich mein favorite Cinematographer, Steve Yedlin. Mhm. Was hat er gemacht? Kennt man von zum Beispiel Looper oder The Last Jedi. Mhm. Hat er die ganze Kameraführung gemacht. Ist ein Ultra-Nerd und teilt sehr viel von seinem Wissen. Was natürlich voll auch in unser Schema passt. Das ist geil. Ja. Und insofern Nerd auf ja, es gibt kommerzielle Color-Grading-Programme, aber ich schreibe halt mein eigenes, weil ich will, dass es das macht. Cool. Ja. Da jetzt auch nochmal rum. Genau, ja. Okay. Und wenn der eben wieder so mal eine technische Auseinandersetzung darstellt, der macht das alles mit Equipment, was ich, da kann ich davon Hollywood träumen. Genau. Der macht einmal einen Vergleich von Kameras, wo die günstigste schon fünfstellig ist. Fett. Ja, und da denke ich, da denke ich mir dann halt oft so, okay, so im Grunde genommen ein Punkt, den er machen will, ist, hey, du kannst auch mit weniger Mitteln etwas wirklich, wirklich Cooles machen, du musst nur das und das und das als Rahmenbedingung setzen oder dir merken. Ja. Und das ist ja genau dasselbe wie, ja, du kannst in das ärgste Musikstudio gehen, aber wenn du im Home Recording weißt, was du machst, kannst du wirklich sehr, sehr ähnliche Qualität erzielen. Und das ist was Cooles. Und das ist rein von einem technischen Aspekt schon irgendwie etwas, was mich motiviert. Und da denke ich, kommt das her, so, okay, das inspiriert mich, weil der Typ hat das gesagt, das geht. Und dann, okay, passt. Will ich jetzt schauen, ob ich das auch kann. Mhm. Mhm. Oh, damn. Berufsrettung. That shit. Ja, cool. Wie ist das bei dir? Gibt's für dich einen klaren Unterschied zwischen deiner Inspiration und deiner Motivation? Was motiviert dich, um nach auch so vielen Jahren immer noch die Kamera mitzuschleppen und die so vielte Underground-Show zu fotografieren? Honor and Glory. Die Likes. Die unfassbar vielen Likes und Follower, der Fame, der Gratis-Eintritt. Das ist der Gratis-Eintritt, das ist in Wahrheit, ja, lügen wir alle und genau, geht es uns genau nur darum, dass wir überall hin, gratis reinkommen. Mach ein paar halbherzige Fotos, tschak, tschak. Burst. Ja, irgendwas wird schon passen. Die Leute freuen sich über jeden Scheiß, was nicht auf dem Handy kommt. Ja. That's it. Es hat sich voll geändert irgendwie. Okay, ja, das ist Zeit auch lang, eine Zeit lang. Naja, das ist okay, dass sich Motivationen und Meinungen und Einstellungen ändern. Es ist absolut. Ja, aber ich finde. Aber bei mir ist es nicht so. Mein 16-jähriges Ich hat das gemacht, weil, wow, die Band ist leiwand, kann ich dir irgendwie helfen? Und das ist jetzt immer noch. Ja. Ich meine nur, dass ich schon oft Diskussionen gehabt habe mit Leuten, wo ich, keine Ahnung, irgendwann mal gesagt habe, Meinung A, und ein paar Wochen später war es halt dann Meinung B. Ja? Mhm. Und das ist so, ja, aber du hast deine Meinung geändert. Das geht ja nicht. Und ich sage, na, aber ich habe vielleicht neue Einsichten und Erfahrungen gemacht, die sagen, ist es ein Schaß oder kann auch wieder zurückgehen und so. Die Sache ist, ich stehe halt zu dem und sage, ja, voll, ich war der und der Meinung, aber da habe ich das und das noch nicht gewusst. Ja. Eine Zeit lang habe ich es natürlich, da schaut ja die Holzfäller. Eine Zeit lang habe ich es schon noch gemacht, um zu experimentieren. Dann eine Zeit lang natürlich, dass ich mich selber promoten kann und da vielleicht gleich. Ja. Dass ich mich selber promoten kann und meine Bands und Projekte. Das schwingt sich ja noch immer mit, ein bisschen. Bis der Depper, der hat einen gescheiten Buserer gehabt. Ja, und der wollte jetzt einfach über ein Schotter, über den Parkplatz, gegen die Einbahn fahren. Harte Sau. Und das mit einem E-Auto. Nothing can stop you, bro. No. Jetzt ist er angry. Naja, der ist definitiv angry. Fuck those guys.
Ja, dann irgendwann habe ich gecheckt, eigentlich ist es voll cool, wenn sich andere Leute durch meine Arbeit gut fühlen. Quasi, wenn die happy sind. Mhm. Wenn die sagen, geil, dass ich mich nicht darum kümmern brauche. Und dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich Resultate bekomme, mit denen ich zufrieden sein werde. Oder zumindest kommunizieren kann, hey, kannst du das und das nochmal oder anders machen? Ja? Also ein jetzt fährt er gegen die andere einfach. Du, das war. Das ist das most angry E-Auto, was E-Auto, es gibt. Ja. Nein, aber es ist dann, das geht dann schon Richtung Altruismus schon fast, oder? Altruismus? Magst du das erklären? Naja, dass du etwas machst für andere, ohne dass es wichtig ist, ob du da irgendwie eine Erfüllung davon hast. Na, schon auch. Nein, das wäre mein nächster Punkt. Ich bin ja generell der Meinung, dass es den richtig so definierten Altruismus nicht gibt, weil auch wenn du andere Leute eine Freude machst, hast du selber Freude daran, dass du andere Leute eine Freude gemacht hast. Natürlich. Dann. Ja. Machst du den Motor abdrehen? Ja. Yeah. Conserve. Save the planet. Also ich sagen, ja genau. Also natürlich ist auch Spaß und Freude und am Experimentieren und natürlich schaue ich, ob ich meinen eigenen Stil irgendwo finde oder einen Stil imitieren kann. Mhm. Und natürlich mag ich es, dass ich wohin komme und sage halt, ja, wow, schön, dass du da bist. Ja, cool, dass du da bist. Gerade du. Ja. Also es ist schon ein egoistischer Zweck. Klar. Dahinter auch. Sicher. Ja. Das ist einfach in unserer, nicht jetzt unsere, sondern meine menschliche Veranlagung. Ganz mal, ja, voll. Ja, aber prinzipiell jetzt im Moment ist meine Motivation, dass ich nicht ein Mark hinterlasse im Sinne von einer Art Denkmal, sondern dass ich meine Denkweise hinterlasse. Ja, okay. Dass du, da kommt der Chief, dass du. Warte, das Essen kommt, sorry. Schwer überfordert. Andere Seite. Okay. Food. Weil dann bist du auch im Bild. Grüß Gott, guten Tag. Derre. In turn. Schön, dass du da bist. Ich bin überrascht, dass ich es hergeschafft habe. Wieso? Ich war jetzt definitiv nicht seit Freitag trinken. Wirklich? Ich war am Freitag auf einem Schulball in Graz, dann bin ich um 4 am Nachmittag aufgestanden und jetzt war ich gestern schon wieder. Geil. Ja. Fleißig. Fieders. Do your job. Yeah, do your fucking job. das ist also, meine... Okay. Also es geht dir irgendwie, blöd gesagt, um deine Legacy. Nein, gar nicht. Ja, also, wenn du eine Denkweise hinterlässt oder irgendwas, dann... Ja, aber das ist nicht meine... Oh, jetzt. Das ist mein. Das ist nicht meine Legacy, sondern... Also das würde mich zu sehr in den Vordergrund geben. Das wäre voll strange. Ja. Sondern es geht mehr darum... Danke. Ich mag diese Gemeinschaft und diese Gruppe und das Leute zusammenhalten. Und dass man Sachen füreinander macht und dass das ein leibendes Feeling ist, wenn man Sachen füreinander macht. Ja. Mhm, und dass man nicht alles wissen kann. Ja, und oh yeah. Snack oh yeah. Ja. Machst du auch welche? Oder hast du eigene Fries? Ich hab da noch ein paar im Sackerl liegen, die sind rausgekommen. Das ist mir cool. Fries. What geil. Da, Fries. Kann ich super ausschütten unten. Du kannst in der Tür hinstellen. Bei dir? Geil. Bei dir auch? Auch geil. Das ist, warum der Podcast lang wird, weil wir urviel Sachen dazwischen machen müssen. Ja, füreinander da sein. Paying stuff forward. Nicht mit dem Denken, ich habe eins für dich gemacht, jetzt musst du eins für mich machen. Mm.
Gut. Frühstück. Da möchte ich, das möchte ich hinterlassen. Tut Stuff füreinander. Naja, na, dieses von, Pay Forward, von, das mag ich auch gern. Von Band zu Band, weil andere Leute als uns gibt's nicht. Also nicht als uns in Sachen von Big Boys, sondern andere Leute als deine benachbarte Band gibt's nicht. Das ist richtig, ja. Damit meine ich natürlich auch Leute, die in der Szene sind. Die dazu entschließen, zu den Konzerten zu gehen und Merch zu kaufen, auch. Ja, also nicht nur Content Creator. Ja. Das sind ja Teil von dem Ganzen. Voll. Das ist jetzt meine Motivation. Du musst es nicht halten, sondern iss sie bitte. Mach ich eher, also, ich halte sie auch hin. Das ist urnice. Hat das. Bitte nicht. Gibt das irgendwie Sinn oder? Ja, oh ja. Also. Ja. Erst eine Pause. Ich glaube, die Person, die jetzt vielleicht zuschaut und das am meisten feiert, ist der Stilo. Wollen wir endlich essen? Das ist kein Leberkäse. Ja, pssst. Das hätte er noch nicht gesehen. Doch, ich glaube, der weiß das. Beim Burger King gibt es kein Leberkäse. Also, Es hat bei Mackie aber mal einen Mac-Leberkäse gegeben. Ja, aber nicht lang. Ich habe ihn nie probiert. Was war das most extreme fast food, das du hier gegessen hast? Ich habe mal einen Donut frittiert. Extreme fast food. Donut frittiert? Aber ist ein Donut nicht eh schon frittiert? Das noch einmal? Ja. Du das selber? Ist, ja, ja. Das ist, glaube ich, so vom Ansatz her das most extreme. Und dann lasse ich mal die ganzen. Und das ist übrigens schön, um zurückzukommen auf den Punkt. Dass man inspiriert werden kann und dass das motiviert. YouTube-Channel Epic Mealtime war ein Hit. Und ich glaube, alle, die in unserem Alter sind, haben sich irgendwann, oder viele, haben sich irgendwann entschlossen, Bros, ja. We must. haben sich zusammengesetzt. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Genau, ich auch. Also ja, das war natürlich auch extremes Fast Food. Das hat dazu beigetragen, ein Big Boy zu werden. Nein, ich war schon Big vorher. Okay. Ein soon to be Big Boy. Finger. Nein, aber trotzdem, ich glaube einfach von der Idee her, dass Most Extreme ist, einen gekauften Donut selber noch einmal zu frittieren. Das ist schon fast ein bisschen dekadent, oder? Es war auch nicht leimert. Nein, es ist auch dieses ganze Epic Mealtime-Zeug ist nicht leimert zum Essen, in Wahrheit. Aber you gotta do it. Das ist so dieses Männerding, oder? Das ist so, du riechst was, das offensichtlich stinkt. Und ich so, boah, das ist fein, du, mach einmal. Also nein, ja, aber du musst. Okay. Du musst jetzt auch. Ja, okay. Ja. Und dann tust du es. Hat sich deine Motivation geändert? Nein. Irgendwie? Auf was greife ich da jetzt? Nein, also ich denke. Ist das? Nein, ich denk schon, dass meine. Ist das das? Oder was ist das? Ich weiß nicht, ich habe auch gerade gesehen, die haben mich anscheinend um die Chili Cheese Nuggets beschissen. Keine Chili Cheese Nuggets? Nein, aber ich nehme jetzt sowieso auch nochmal selber was zum Essen und hole mir meine Chili Cheese Nuggets. Das heißt, du gehst nochmal rein? Sicher, ich habe Hunger. Gotta go back in. Nimmst Chili Cheese Nuggets mit? So sitze ich nämlich in der Tag und auch das kleine Gang. Safety first, bro. Single. Da kann man nicht rausfallen. Oh, fucking. Ja, he dead. So, um tatsächlich zurückzukommen auf den Punkt. Food.
Bei mir hat sich die Motivation nicht geändert. Ich habe noch Live-Bars. Ich mache es immer noch, weil ich was gesehen habe, was mir taugt oder das unterstützen möchte oder schauen möchte, ob ich das auch kann. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du oft auf Wände triffst? Hm. Weil du stecken bleibst. Mhm. Natürlich hin und wieder. Hast du das Gefühl, dass du Pommes machst? Mhm. Aber ich denke, mittlerweile sind Wände, die ich treffe, viel mehr an Ressourcen etwas, weil es mir an Zeit oder Geld oder an beides fehlt. Mhm. Ich glaube, ich bin mittlerweile schon auf einem Level, wo ich vom Ansatz her weiß, wie alles geht, aber es halt nicht durchführen kann, weil ich keine Crew habe oder weil ich nicht 2 Monate die Zeit habe, um mich vorzubereiten. Mhm. Oder halt das Equipment dazu einfach nicht habe. Mhm. Und wie dealst du damit? Versuchen es zu umgehen, einfach durch andere Sachen zu machen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mich schon demotiviert teilweise. Hast du ein Real-Life-Beispiel für eine Wall, die du nicht umgehen hast können, wo du dann demotiviert wirst? Weil, nur kurz, ich möchte noch auf einen Punkt hin, dass ich drauf gekommen bin, dass es schon interessant ist und was bringt, wenn man über Erfolgsgeschichten redet. Mhm. Man sagt so, ja, boah, das war von Anfang schwierig, aber wir haben es geschafft. Hoppla, ist irgendwie interessant, ja. Geschichten zu erfahren, wo Leute entweder haben wirklich fighten müssen mit sich selber oder was lernen oder vielleicht sogar etwas nicht geschafft haben, aber sich trotzdem dann herausgefunden haben, warum das nicht funktioniert hat. Mhm. Und vor allem, was die Mechanik war, sich selbst wieder aufzurichten nach dem, was nicht funktioniert hat. Also take a fry. Was schon einigermaßen demotivierend war, wie ich einmal für ein Musikvideo ein Equipment zugestellt bekommen habe. Und auch in Theorie gewusst habe, wie das alles funktioniert. Aber dass das Ergebnis einfach nicht so ausgesehen hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder wie ein vernünftiger Operator das macht. Mhm. Also vergleich's mit, war cool, diesen Song würde man spielen auf einer 8-Seite. Und ich habe aber keinen. Und dann kommt jemand und sagt, ah, okay, willst du das machen? Cool, ich habe einen 8-Seiter, ich gebe dann einmal. Mhm. Und dann kriegst du einen 8-Seiter und du kommst drauf, fuck, Alter, ich bin urbefordert und der Song hört sich ins Scheiße an. Ah, okay. Und blöd gesagt, wie ich damit deal ist, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich weiß, ich kann es nicht so, wie ich es gern will. Okay. Ich sage jetzt, wenn jemand das jetzt haben will bei einem Musikvideo zum Beispiel, sage ich, ey, mit meinem Equipment, so wie ich es habe, geht es nicht. Mhm. Ich kann es mieten, aber ich bin auch nicht sonderbar gut in der Bedienung davon. Ja. Also lass die Leute wissen. Genau. Und, und auch wenn ich jetzt selber ein Konzept... Weißt du, wie du die Situation ändern könntest, außer dass du es nicht machst? Du kaufst dir das Ding und übst ein Jahr mit dem. Ja. So meinst du. Mhm. Mhm. Und da scheitert es eben wieder an Ressourcen. Weil ich will es nicht kaufen, weil ich nicht die Zeit habe, um es gleich zu üben. In welcher Preisrange sind wir da? Zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Crowdfunder. Big Boys Crowdfunder. Geht schon, Leute. Nein, das Crowdfunding-Ziel müsste viel höher sein, weil ich muss mir auch ein paar Monate frei nehmen, damit ich intensiv üben kann. Ach so, meinst du, ja. Damit das Kaufen ist nicht das Ding.
Mhm. Aber wir könnten das sicher irgendwie nach außen tragen, so Bands hier. Jeder. Jeder, also wir brauchen 20 Fans, jeder gibt einen Huni. Und dafür, ihr investiert dann jemanden, der dann eure Musikvideos macht. Die auf einmal ultra geil sind. Der ist auch ultra geil. Timing. Perfect timing. Es gibt auch Chili Cheese Nuggets. Fuck yeah. Nice. Deswegen war ich im Gym heute. Nur deswegen. Hast du schon mal in musikalischer Hinsicht so eine Wand gehabt? Oder immer. Immer. Ich habe immer das Gefühl, ich stehe an. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, es geht nichts vorwärts und ich krieg nichts gebacken. Thank you very much. You want some CCNs? Also das Ding. Ich glaube, ich habe eigene gekriegt. Nice. Ich habe mir einfach vier Sackerl gegeben. Oh, nice. Ja. Ich habe immer 5 Chili Cheese Nuggets. Ja, yes. CCN. Mhm. Können wir es jetzt. Mag gut. So richtig, dass man sich den Gaschen verbrennt. Mhm. Ja, also. Aber wie dealst du damit? Versuchst du es mit Reinüben zu machen oder suchst du dir auch Leute, die dir helfen? Barely deal ich damit. Nein, ich weiß einfach, dass das Voranschreiten für mich schwierig ist. Aber ich umgehe es in der Zwischenzeit. Ich umgehe es nicht, sondern ich mache einfach regelmäßig immer grinden. Mhm. Und meine Motivation dazu zu grinden ist einfach nur zurückzuschauen. Ein Jahr oder weiter. Und zu sagen, okay, gut, anscheinend hilft das Grinden, weil das und das und das geht jetzt alles besser. Ja. Ja. Das ist. Also. Was ist etwas, was du im letzten Jahr dazu gelernt hast? Wenn du sagst, du kannst zurückschauen, ob du dir etwas ergrindet hast. Weil in real life gibt es kein Pay-to-Win. Es gibt in real life schon ein Pay-to-Win. Halt für Skills ist schwierig. Ja. Weil real life Pay-to-Win baut ja im Prinzip auf Fake it till you make it. Also wenn deine Band shitty ist, dann pushst du viel Kohle in deine Band und tragst nach außen, dass sie nicht shitty ist. Das ist pay to win, oder? Milli Vanilli. Ja. Boah. Mhm. Gibt es also, wo du sagst, das habe ich mir ergrindet, das habe ich im letzten Jahr dazugelernt auf mein Instrument? Auf eines der Instrumente, die ich spiele. In the Stamper. Das war ein bisschen ein Umdenken. Mhm. Und auch dahinter zu kommen, wie eben die ganzen jungen Kids halt Bass spielen mit ihren urgroßen Instrumenten und orgeltiefen Tunings und auch die Physik und die Mechanik dahinter. Mhm. Hat mir eben der Victor viel geholfen, der Höller Alex. Und dass ich damit eine leistbare Lösung finde, das auch live zu replizieren, aber nicht nur in einer Band, sondern auch in anderen Bands. Dann generell auch meinen Live-Sound verbessert. Okay, also ja. es hat dir insofern was gebracht, dass du spielerisch was dazugelernt hast. Ja, definitiv. Aber auch im Setup eine Verbesserung. Ja. Und das Grinden dahinter gibt's auch? Gibt noch einen Sack mit 5 CCNs. Mit CCNs? Nein, ich nehme dann noch eins. Magst du die restlichen CCNs? Und Peter kriegt auch noch mal, wenn er mag. Passt ja. Dann esse ich die restlichen CCNs. Gibt es noch einen Burger? Nein, Burger. Da liegt noch einer, oder? Nein, warte. Spread it out. Wow. Oh shit. Das schaut nasty aus. Mit Speck. Wenn wir es weiterziehen über die ganze Lokalszene denkst,
was hat sich da in, oder was haben sich, was hat sich, blöd gesagt, die ganze Szene als sich ergrindet im letzten Jahr? Oder was gab's alles? So als Review. Weil wir besondere Folge sind. Cohesion. Hat er getroffen? Mhm. Fix.